Ja, grüß Gott und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Also keine Angst, ich schicke euch heute nicht in den Gruselbau hinunter. Das ist heute keine Geisterfahrt, wie beim letzten Mal ist. Ja, ich will ja auch vorsichtig sein und nicht hier, wie sagt man da, Wasser auf die Mühlen geben oder ja, nichts bei euch jetzt entzünden. Ich weiß nicht, warum dieses Video letztes Mal, es hat offensichtlich ja, irgendwie raus müssen oder ja. Aber heute möchte ich das Ganze mit etwas mehr Leichtigkeit beginnen. Und ich weiß ja nicht, wie viele von euch die von Müller die Tageskorrektur sehen. Oder ich muss ja mittlerweile schon sagen, von Daniel und Hajo Müller, weil Daniel hat einen sehr, sehr großen Anteil daran und einen sehr wichtigen. Ja. Denn ja, es ist wichtig, dass Hajo gut zu Wort kommt. Es ist aber auch wichtig, dass er eine gute Bühne hat und die bereitet ihm der Daniel. Und ja, das kann man schätzen und würdigen. So, und gestern kam es zu ja, einem sehr lustigen Auftritt von mir. Und ich habe jetzt gedacht, ich fange mal an irgendwie mit einer Mail, die ich bekommen habe, die ich nur zum Teil vorlesen möchte. Und zwar eine sehr, sehr liebe, unbekannte Freundin mittlerweile. Also ich meine, ich kenne sie schon, ich kenne sie vom Fernsehen. Sie macht wunderbare Filme, eine wunderbare Schauspielerin. Und ich mache das natürlich anonym, aber ich wollte doch etwas davon zum Besten geben, falls ihr das jetzt gestern nicht gesehen habt. Vielleicht wollt ihr euch ja die Tageskorrektur noch anschauen und wenn nicht. Also, sie hat geschrieben, die Live-Schaltung bei Daniel ist ja so eine Sache, aber ich muss mal wirklich hier etwas Positives aus der dramaturgischen Sicht sagen. Ich weiß, Hajo ist nicht die Heute-Show, Gott sei Dank, aber mal zwischendurch bei all der wertvollen Information so eine Komik zu erzeugen, herrlich, wenn auch unfreiwillig. Egal. Mit Katharine, die erst auf einem leeren Stuhl wie eine Zauberin nicht zu sehen ist. Und dann kommt doch tatsächlich ein Bild von Anne Will. Das war dermaßen saukomisch, dass ich laut gebrüllt habe. Filmisch gesehen genial. Natürlich immer nur aus der Warte, welche hohe Qualität ihr alles liefert. Ich lache nie von oben herab. Und so war es dann auch. In dem Moment, wo du zu sehen warst, die Wundertüte aufgemacht hast, wieder brillant und Punktlandung, eine Qualität, die in dem Moment alle fesselt. Fesselt? Blödes Wort. Ich fange schon an wie du. Also alles für sich, also alle für sich gewinnt. Ich liebe das. Du weißt, es gibt so Theatervorstellungen. Da ist der Wurm drin, die können aber auch auf ihre Art genial sein. Ja, das wollte ich euch einfach vorlesen, weil ich habe natürlich auch gelacht. Also das zeigt übrigens wieder mal, wie das ist mit dem Fake-Bildern, ne? Weil tatsächlich saß ich in dem Moment hinter meinem Schreibtisch und das eingefrorene Bild war von, keine Ahnung, von einer Stunde davor oder so. Ja, ich lache gerne und viel über mich. Auch wenn ich Kommentare unten drunter lese, lache ich über mich oder kann darüber lachen. Bin dann nicht irgendwie jetzt sauer oder gar, dass ich es mir zu, also dass ich dann gar betroffen bin oder sowas. Nein, überhaupt nicht. Und wie ist mir das möglich? Das wollte ich hier kurz erklären, weil das ist ja vielleicht ganz nützlich, ne? Wo wir schon auf der Schiene sind. Ich habe euch ja sehr, sehr oft erzählt von, wir sind ja die ganze Zeit auf der Schiene, ne? Was ist fake, was ist real, mit was identifizieren wir uns? Und in diesem Sinne habe ich auch das Video letztes Mal machen wollen, damit wir uns nicht allzu sehr mit dieser Inszenierung, die hier oberhalb abläuft, identifizieren als sozusagen unsere Welt, wie wir sie geschaffen haben, auf die wir so stolz sind, sondern dass wir da auch ein bisschen hinter den Schein schauen und merken, was ist der Preis, den wir dafür bezahlen. Ja, jetzt war das Video an der Stelle eingefroren. Keine Ahnung warum, das passiert in letzter Zeit häufiger. Egal. Ja, was ist der Preis, den wir dafür bezahlen und ist der Preis nicht vielleicht sogar zu hoch? Beziehungsweise einer, den wir am Ende vielleicht ohnehin nicht mehr bezahlen können. Damit meine ich jetzt diese Bauten, ne, in Bezug auf mein letztes Video. Wobei ich da nochmal dazu sagen möchte, es geht jetzt nicht darum, dass wir eine Phobie entwickeln, dass alle Bauten und alle Straßen, abgesehen davon, dass die heute eher aus Asphalt sind, dass das jetzt alles durchseucht ist von ihnen. Ich glaube, da brauchen wir jetzt unsere Fantasie nicht weiter spielen lassen. Ich denke, wir wissen, dass das in Bezug auf Impfung der Fall ist, in Bezug auf Essen und Trinken
mit Sicherheit in großem Maße in Bezug auf die Luft, aber es nutzt uns nichts. Ne? Es geht nur darum, dass wir das Prinzip begreifen, nicht, dass wir uns damit jetzt verrückt machen. Wir sind eh immun dagegen, offensichtlich mittlerweile. Und was die Bauten betrifft, bin ich sicher, dass es da um Kultbauten geht. Ne? Vielleicht die Kathedralen oder so. Aber ich will jetzt nicht wieder drauf eingehen. Ich gebe die Infos zu diesem Thema. Also bei den Windrädern war das sowieso nur eine Vermutung, abgesehen davon. Und man hat mir dann gesagt, dass die nicht so tief runtergehen. Aber ich weiß mittlerweile, dass man immer wieder dann von Kilometer zu Kilometer sehr wohl sehr tief runtergeht. Und dass sehr viele nicht an das Netz angeschlossen sind, das weiß ich auch. Und da gibt es auch Artikel dazu, die gebe ich drunter, die Links, dann könnt ihr das nachschauen. Ich habe eine Zuschrift bekommen von einem, der irgendwie ganz von oben herab geschrieben hat, du scheinst eine von denen zu sein, die früher nur mit Puppen gespielt hat und nichts darüber weiß. Okay. Es war auch nur eine Vermutung, ehrlich gesagt, über die Windräder weiß ich nichts. Ich weiß nur, dass da irgendwas nicht stimmt, dass etwas so, also dass da so riesige Messer so weit hinausragen, um alles zu zerschneiden, was es an Energie gibt, Energiezerschneidemaschinen, da stimmt für mich was nicht. Das ist das eine. Und zu dem anderen habe ich dann sehr wohl noch, also da gibt es viele Brücken und so weiter, also wo es solche und viele Geschichten auch, Überlieferungen. Ich gebe die Links, soweit ich sie jetzt zusammen kriege, gebe ich sie unten hin, wenn euch das interessiert, wenn ihr da weiter rein wollt oder Beweise braucht oder wollt, dann könnt ihr das abrufen. Aber ich wollte mich jetzt hier dem nicht weiter widmen und ich wollte euch nur erzählen, warum. Ich habe mal gesagt, dass jemand anderer mir weder was hinzufügen kann, noch etwas wegnehmen kann. Und das habe ich nicht leichthin gesagt. Das heißt nicht, das möchte ich jetzt natürlich wieder einmal betonen, dass ich mich nicht freue über so eine liebe Mail zum Beispiel jetzt von dieser lieben Freundin oder über eure Kommentare oder sonst was. Es freut mich besonders, wenn mir jemand schreibt, dass es etwas in seinem Leben verändert hat, dass er besser damit umgehen kann und so weiter. Das freut mich besonders. So, und warum ist das so? Ich habe in früheren Videos immer wieder darauf hingewiesen, dass wir wie immer eine Zweiteilung haben. So wie wir eine Welt oberhalb, so wie wir eine Welt oberhalb haben, so haben wir eine Welt unterhalb. Und dann haben wir Schnittstellen. Das ist das, worüber ich letztes Mal gesprochen habe. Da hat sich das eher auf unsere Industrie, unsere Globalisierung und das, was darunter sich abspielt und wo die Schnittstellen sind, ne? Denn die gibt es ja. So, und ich habe in früheren Videos oft davon gesprochen, dass es ein Unterschied ist zwischen dem inkarnierten, beseelten, beleibten Menschen, der hier sich auf der Erde eben wirklich inkarniert, und der aus dem, eine Kopfgeburt, also eine aus dem Konzept geborene Person. Ne? Das habe ich ja oft gesagt. Das bezieht sich übrigens auch ähnlich. Na, das ist, wenn Hajo gestern und Daniel darüber gesprochen haben, dass das keine Deutschen sind. Also die BRD ist bewohnt von diesen Personen, das sind Firmen. Also hier sind wir im Handelsrecht, in den Firmen, Handelsrecht. Und das Handelsrecht ist auf der Schifffahrt beruht das und ist also Naritim heißt das, gell? Naritim, ja. Also deswegen. Also das hat alles mit der Person zu tun, diese Begrifflichkeiten. Deswegen reden wir auch davon, dass bei der Taufe, ne, aus der Taufe gehoben und so weiter. Ne, das bezieht sich alles auf diese Schifffahrt, auf dieses naritime Recht. Alles, was mit der Kirche zu tun hat, vom Kirchenschiff angefangen. Ne? Also die Kirche hat sehr viel mit dieser Seite zu tun und unsere ganze Industrie, unsere Globalisierung hat mit dieser Seite zu tun. Aber wenn ich jetzt wieder auf uns zurückkomme, ne, dann ist das, was ich bin von Geburt an mit meinem Menschenrecht. Das ist meine Seele, das ist mein Ich. Ich bin, der ich bin. Das ist das Sein. Ne? Oder ich, und da kann man natürlich von ich geht ja wieder Jesus und so weiter, je suis und so weiter. Wir können jetzt hier viele, viele Assoziationen machen, wer das ist. So, und das ist einfach nur eine künstlich kreierte Persona. Eine Person, ein Stellvertreter. Es gibt ein ganz tolles Video, ein Comic, Treffe deinen Strohmann. Also das ist ein Strohmann.
Auch in rechtlicher Hinsicht. Ich gebe dieses Video drunter. Diesmal werden viele Tipps unten sein. Wird dann viel Arbeit für mich, das alles zusammenzutragen. Aber das mache ich gerne. So, und warum tangiert mich das jetzt nicht, wenn irgendeiner da beim Live-Chat dann drunter schreibt, oh, die Schlampe oder die blöde Husterin oder die Olle oder wer braucht denn die oder sonst irgendein Quatsch? Ja, es tangiert mich nicht, weil alles das, was da gesagt wird, bezieht sich nur auf diese Persona. Ja, okay. Aber, ja, ich meine, das, was ich sage, von mir gebe, was ist, ja, mein Gott, ja. Das eine ist das, was tatsächlich aus meinem Sein herauskommt und was bei euch ankommt in eurem Sein. Das ist das, was dann gespürt wird, ne? Was authentisch ist, was einfach von hierher kommt. Und alle diese blöden Bemerkungen, die betreffen nur die Persona. Aber ja, okay, was soll ich tun? Mit der identifiziere ich mich ja sowieso nicht. Also von daher kann es mir, denn die hier, ja, der kann man weder etwas geben, noch kann man ihr etwas nehmen. Sie hat alles. Sie ist einfach. Und das Sein ist grenzenlos, perfekt, göttlich, wunderbar. Da kannst du nichts hinzufügen und du kannst nichts wegnehmen. Deswegen diese ganzen emotionalen Kalauer von vorgestern, wie Neid, Eifersucht, Minderwertigkeitskomplex, bin ich gut genug, bin ich schlau genug, bin ich was weiß ich genug, das gehört alles hierher. Das geht mir ehrlich gesagt, ich weiß nicht, sonst wo vorbei, sage ich ganz ehrlich. So, also das wollte ich nur so ein bisschen hier erklären, damit, ja, ich meine, die Trolle können weitermachen. Ne? Ich meine, na klar, wir werden natürlich, wenn das jetzt keine Trolls sind, sondern wirklich Menschen, die vielleicht sogar dafür bezahlt werden oder die, keine Ahnung, einfach halt so bösartig sind, ja, sie werden sich eines Tages fragen, wo war ich in dieser historischen Stunde? Ne? Was habe ich gemacht? Auf welcher Seite habe ich mich befunden? Auf welcher Position? Was habe ich dazu beigetragen? Wie habe ich es verhindert? Das wird sich dann jeder eines Tages die Frage stellen müssen. Gut, aber ich wollte keine Horrorsendung machen, im Gegenteil. Kommen wir zuerst, bevor ich noch auf etwas sehr Schönes kommen will, kommen wir zuerst zur politischen Situation. Ich habe da gestern, das ist schwierig, wenn man nichts, ich habe gestern nichts gesehen und nichts gehört. Ich habe die beiden nicht gesehen und ich habe sie nicht gehört. Ich hatte nur meinen anderen Computer daneben, aber den musste ich ja dann auf lautlos schalten und außerdem ist da eine Zeitverzögerung, hat man mir gesagt, von 30 Sekunden, was ganz schön lang ist für so. Das heißt also, das ist dann die Kommunikation schwierig. Das merkt man dann leider auch. Außerdem glaube ich, bin ich nicht so gut im Abliefern von irgendwelchen Infos. Das ist nicht so mein Ding. Und ich konnte, es tat mir so leid, aber ich konnte Hans-Joachim Müller leider die Nachricht nicht bringen, die er sich so gewünscht hätte. Das liegt vielleicht auch daran, wenn ich, also ich habe ja sehr lange Zeit nur den Amerikanern gefolgt. Da habe ich sehr, sehr viel erfahren über Kuh und was in Amerika los ist, aber so gut wie nichts über Deutschland. Und erst als ich dann begriffen habe, wie spannend das ist, was hier abgeht, habe ich jetzt folge ich mehr dem, was hier passiert, auch über Telegram und so. Das hat aber leider Gottes dann zur Folge, dass ich nicht mehr so viel in Amerika drüben schauen kann. Ja, jetzt habe ich mir bewusst wieder ein bisschen angeschaut, was denn so in Amerika ist. Jetzt macht natürlich Trump keine Pressekonferenz und erzählt über Deutschland. Das ist auch logisch, weil das ja die Amerikaner nicht betrifft. Ich denke, da müssten wir dann schon Grenell anschauen und verfolgen, vielleicht was Maaßen sagt, was Grenell sagt, aber auch was diese verschiedenen Leutnants von der Chef und so und von der deutschen Bundeswehr sagen. Na, also ja. Und dann können wir uns natürlich noch anschauen, okay, was sagen die, wie wird das gehandhabt mit den Regierungsmenschen in Amerika haben wir logischerweise Trump, der daneben steht, wenn dann irgendwelche Beauftragte wie der Fauci oder die Dr. Briggs, wenn die dann was von sich geben, man hat da fast das Gefühl, als würde er wie der Aufpasser daneben stehen und schauen, dass sie hier ihre Performance gut abgeben. Bei uns in Österreich kann Kurz eigenständig agieren. Von daher, es gibt sehr, sehr hässliche Videos über Kurz, die verbreitet werden. Mein Gefühl sagt mir, dass das ein bisschen ist wie diese Free Assange-Nummer, dass das Timing schon sehr verdächtig ist. Ich halte das für ein Hoax, ganz ehrlich gesagt, weil im Moment laufen prekäre Operationen, wie wir wissen. Und das sind meiner Meinung nach Versuche, das Ganze zu stören. Ja, denn Sebastian Kurz kann offensichtlich souverän agieren. Das sagt auch etwas aus, ne? Genauso wie der Conte in Italien. Ja, und in Deutschland hingegen, da haben wir auch diese Schatten, diese sprechen auf Zuruf, ne? So wie man das Gefühl hat bei Angela Merkel. Das heißt, auch da hat man das Gefühl, es ist eine Institution im Hintergrund. Wir hatten einmal beim
bei der Pressekonferenz einen von der Chef oder einen Bundeswehr, ja, ich glaube schon, dass es einer von der Chef war, der hinten stand. Das sind dann schon Hinweise, ne? Ja, aber wie das abläuft, wir werden es sehen. In Amerika ist es sehr deutlich, dass Trump diesen Fauci und so sprechen lässt, damit er ins eigene Messer läuft, damit sie sich alle wirklich outen und präsentieren. Wenn dann so Hinweise kommen, so von wegen, ach, der ist ja mit dem unter einer Decke, nein, garantiert nicht. Garantiert nicht. In Amerika ist das Ganze schon sehr weit, ne? Jetzt wird die ganze WHO und die ganze Pharmaindustrie ausgehoben, wie ich es ja gestern versucht habe, in dieser Eile, in dieser Schnelle, was natürlich nicht gut funktioniert, rüberzubringen. Ne? Und auch kein Zufall, dass natürlich die Kennedys da wieder auf den Plan kommen und eben auch Robert Kennedy, der ja denn das Impfen mit dem Holocaust verglichen hat. Und das muss man sich mal überlegen. Ne? Da liegt noch viel drinnen. Für die, die sich nicht klar sind, wie sie sich positionieren sollen oder was sie davon halten sollen, will ich jetzt das, was ich gestern versucht habe, das hat natürlich nicht geklappt in der Eile, aber das will ich jetzt doch ein bisschen aufzeigen. Wir haben, wie in diesem Labyrinth, ganz, ganz viel Chaos innerhalb dieses Labyrinths, ja. Also es ist ein Theaterstück, wo jeder irgendwie Verschiedenes daherbrabbelt, seine eigene Agenda verfolgt und irgendwas von sich gibt. Oder einen anderen Plan verfolgt. Wir haben zum einen natürlich den Plan des Deep States, einen sehr dunklen, schwarzen Plan, der darauf ausgerichtet ist, euch in diesem Labyrinth, wie ich es ja schon mal geschildert habe, gefangen zu halten, euch immer wieder irgendwie auf Abwege und in den ganzen Widersprüchen und so weiter, euch das Gefühl zu geben, es ist nur Chaos und sodass ihr in die absolute Ohnmacht verfallt und in die absolute Verzweiflung und meint, ja, es hat ja alles keinen Sinn. So, dann gibt es die Alternativen, jetzt vor allem in Deutschland, die vielleicht nicht vom Deep State sind, keine Ahnung, vielleicht manche schon, aber ich gehe mal davon aus, dass nicht, aber die halt ihre eigene Spur hier ziehen und die irgendwie ihre eigenen Schlüsse irgendwie ziehen und ja, die sagen halt, okay, passt auf, weil jetzt ist die NWO und jetzt werden wir hier endgültig getilgt. Jetzt muss man dazu wissen, dass diese Agenda, die sich da jetzt offenbart, die Deep State Agenda, die hat ja ganz viel zu tun. Dieses Corona war ja ein Plan, ne? Also das ist der dunkle Plan und das sollte dazu führen, ne, dass die WHO hier das Ganze gemeinsam mit Gates, wir haben ja gestern schon alle genannt, ne, dass da Gates und die Hillary und die Clinton Foundation und die ganze Pharma und der Fauci natürlich, wie sie alle unter einer Decke stecken und alle durchimpfen wollen und chippen. Also das Ganze, was diese Gelben, diese Alternativen meinen, was jetzt passiert, da haben sie schon recht, das war genau der Plan. Na, bis hin zu Kopfgeld irgendwie, so nach dem Motto, wenn ihr den Nachbarn verrät, das ist in Berlin anscheinend jetzt, wenn ihr den Nachbarn denunziert, dann kriegt ihr auch noch Geld und so weiter. Also dieser Plan, der läuft natürlich. Und die Alternativen, die das aufgreifen und euch sagen, okay, jetzt ist alles im Arsch, das läuft natürlich auch. Und jetzt ist es schon sehr, sehr schwierig, dann in dem Ganzen, es gibt tatsächlich in dem ganzen Gewirr, außer natürlich diesen Plan, ne, der hat schon auch der hat, oder sagen wir anders, dieser Plan hatte eine Kohärenz, aber indem er jetzt so sabotiert wird, läuft er vollkommen aus dem Ruder und wird nur noch wirr, es ist nur noch ein wirres Knäuel. Na, und keiner blickt durch. So, und jetzt in dem Ganzen hier wirklich zu erkennen, dass es einen Plan gibt, ne, von Q und Q plus, von Trump und Q. Und das ist der rote Faden. Und dieser rote Faden, dieser Ariadne-Faden führt aus dem Labyrinth heraus. Und der ist seit 20 Jahren, ich sage einfach mal 20 Jahre, vorbereitet. Seit 20 Jahren ist der vorbereitet. Und jetzt wird dort umgesetzt. Und das ist der rote Faden. Und der wird mir immer mehr klar, wie sehr dieser rote Faden minutiös bis ins Letzte ausgetüftelt ist und umgesetzt wird. Ich habe es gestern in der Sendung versucht zu sagen, aber es war ein bisschen schwierig in dem Ganzen, dass wenn man etwas rückblickend anschaut, ne, also wenn wir uns zum Beispiel anschauen, wie hat Trump es geschafft, die Federal Reserve in seinem, dann wenn wir uns anschauen, was ist finanztechnisch passiert, das ist etwas so Riesiges, aber es ist untergegangen. Als ich mir, das ist eine Neuseeländerin, die die Sendung gemacht hat auf Englisch, das habe ich mir angehört und mir wurde so bewusst, was hier wieder mal passiert ist. Der 13., 14. März ist wieder eines von diesen Kreisritualen.
Ich habe jetzt nicht die Daten, also, aber ich weiß, dass 2008, als es die große Krise gab, hat Obama auch die ganzen Banker zu sich ins Weiße Haus zitiert oder eingeladen. Und zwar, um ihnen allen den Bailout zu machen, um ihnen allen den Arsch zu retten, um ihnen das Geld in den Hintern hineinzustopfen und sie zu retten. So, und genau dasselbe. Das Ritual hat sich wiederholt am 13. März, als Trump die ganzen Banker eingeladen hat und sie alle gedacht haben, jetzt passiert dasselbe wie 2008, jetzt wird ihnen der Arsch gerettet. Und stattdessen hat er ihnen gesagt, dass die kleinen und die mittelständischen Unternehmen und die Bürger das Geld bekommen. Und also sie sind in die Falle gelaufen, ne? Sie haben sich verpflichtet, weil sie noch nicht wussten, dass das am nächsten Tag greifen würde, als Trump dann den Notstand erklärt hat. So, und jetzt passiert das, dass die alle, es genau das Umgekehrte passiert von 2008. Und wieder einmal in einer genauen Inszenierung. Und daran erkennt man, wie genial der Plan ist und dass Trump genau weiß, was er macht. Das heißt, ja, wir können davon ausgehen, dass es einen Marshallplan, einen Masterplan tatsächlich gibt für Deutschland. Auch wenn er im Moment noch nicht so leicht zu erkennen ist. Aber vielleicht hilft es uns da zu schauen, wo ein Schritt voraus ist. Das wollte ich eben auch gestern mitteilen, aber dafür war kein Platz letztendlich. Italien ist einen Schritt voraus, oder ich sage mal anders, Italien ist zwei Schritte voraus und Österreich ist einen Schritt voraus. Da kann man erkennen, was passiert. Italien wurde vorbereitet, ne, mit von Corona, von diesem Virus gesäubert. Dann gab es die ganzen Priester, Todesfälle und verhaftete Priester und so weiter. Und ein Papst, der irgendwie alleine mittlerweile nur noch degradiert in seinem Palast sitzt. Und wir haben, das habe ich gestern kurz erzählt, in Österreich, es war nicht Amerika, Verzeihung, ich wusste das nicht, es war Österreich, die Reisewarnung ausgegeben hat und auch Vatikan, Schweden auch und Italien sowieso, aber auch Vatikan steht da drauf bei dieser Reisewarnung. Das heißt also, und Österreich bereitet sich darauf vor, in den Untergrund zu gehen, die Armee, das Bundesheer. Das heißt also, das sind Hinweise darauf, dass jetzt der Zugriff kommt, dass die heiße Phase ist. Ich habe heute Flugpläne bekommen, und zwar war das in der Nähe von Wien. Da hat mir derjenige geschrieben, das scheint ein heißes Pflaster zu sein, ne? Und das war besonders in der Gegend von Niederösterreich, wo diese Rax ist und Simmering, Kurort. Besonders Glaugnitz und Tupnitz, glaube ich, hieß das zweite. Irgendwas mit T auch wieder. Und da haben sie die ganzen Flüge drüber gefahren. Da ist irgendwie Eisen und Stahl haben sie da in Industrie gehabt, in diesem Tupnitz, glaube ich, heißt das. Meine Namen sind. Ja, da haben sie schwer heute gescannt, ne? Also wir können davon ausgehen, dass es jetzt in Österreich geklärt wird, weil warum sonst hätte sich der Kurz festlegen sollen und sagen, ja, und dann nach Ostern haben wir wieder den Ausgang, ne? Das passt alles zusammen. Und ich denke, Deutschland ist da einfach noch einen Schritt hinten nach. Es muss erst noch gesäubert werden und offensichtlich, ich meine, es ist ja deutlich, dass Berlin jetzt gesäubert wird, ne? Dass es da jetzt heiß hertobt, ne? So, ja, so viel dazu. Also es hat alles seinen Sinn. Wir können dem Plan vertrauen. Nicht umsonst hat Q immer wieder gesagt, vertraut dem Plan. Und ob das jetzt alles so eins zu eins und wann was stattfindet und ob es genauso stattfindet, wie wir es uns ausdenken. Jetzt zum Beispiel wird klar, Q hat sich gemeldet. Und zwar gestern am 8. Und damit war es 10 Tage Dunkelheit. Das bezog sich natürlich auch auf ihn, auf Q. Ich möchte aber dazu sagen, dass sowohl der Deep State als auch die Whiteheads sich eine Kunst oder etwas zu eigen gemacht haben, nämlich dass es immer darum geht, mehrere Fliegen mit einer Klappe zu schlagen und dementsprechend auch etwas mehrere Bedeutung hat. Das heißt, für mich ist nicht mehr die Frage, ist 10 Tage Dunkelheit jetzt das oder das, ist es entweder oder, es kann auch alles zusammen sein, eine koordinierte Kooperation. Auf jeden Fall Licht am Ende des Tunnels. Das hat mit Sicherheit zum einen mit Untertagesein zu tun. Es hat aber auch damit zu tun, dass die Informationen ans Licht kommen und es hat wahrscheinlich noch viel, viel mehr Bedeutungen. Ja, und ich möchte gerne abschließen mit etwas, was vielleicht ein bisschen verrückt ist, aber im positiven Sinne verrückt. Und ich habe einfach beschlossen, diese Gedanken mit euch zu teilen, weil Träume und Visionen gut ist, wenn man sie weitergibt. Es ist wie diese Kerze, von der
der Franz Hörmann gesprochen hat, als er sagte, wenn du eine Kerze an einer anderen anzündest und weiter, na, dann ist das ein Mehrwert, ein Win-Win. Es entsteht immer mehr Licht. Und der eine, der die Kerze am Anfang hatte, dem wird dadurch nichts genommen. Und dementsprechend möchte ich jetzt, entschuldigt, möchte ich jetzt das, was mir als Vision vorschwebt, mit euch teilen. Denn wenn ich mich, ich meine, ich habe euch erzählt, dass ich persönlich nicht mehr Träume aufschreibe oder also manifestiere, Wünsche aufschreibe, weil ich einfach mit meinem Leben, so wie es ist, so glücklich und zufrieden bin und mich gerne überraschen lasse, was da kommt und das nicht vorausnehme. Aber in Bezug auf die Welt, die kann ja noch einiges an Verbesserung gebrauchen, ohne dass ich ein Weltverbesserer sein will. Aber da ist ein bisschen eine positive Vision schon gut, alleine um den ganzen Defätisten, die so schwarz sehen und hier nur diesen gelben NWO-Horrorstrang folgen und das damit auch manifestieren, ne? Damit das ins Feld oder zumindest nähern, denen möchte ich jetzt gerne eine positive Vision entgegensetzen, weil ich festgestellt habe, wenn ich früher mal aufgeschrieben habe, was ich mir wünsche und dann nach Jahren oder Jahrzehnten das Blatt wiedergefunden habe, habe ich festgestellt, dass es alles eingetroffen, wenn auch auf völlig andere Art, als ich es mir vorgestellt hatte. Das habe ich schon oft festgestellt. Das heißt, wir wissen nicht, wie wir dahin kommen in dieses neue Paradies, in diesen Garten auf Eden. Wir wissen nicht, wie wir dahin kommen. Aber wir können ja unsere Fantasie freien Lauf lassen. Und ja, mir wird klar, ich habe das gestern auch kurz gesagt, ne? Hier passiert ein Staffellauf bei den Demokraten. Ne? Das ist wie Platzhalter. Ne? Und wir haben nur noch einen im Moment übrig und das ist der datterige Biden, der ja schwer kriminell ist. Das heißt also, der ist mit Sicherheit nur ein Platzhalter. Und natürlich weiß ich, dass der Plan ist, wahrscheinlich, dass er Platzhalter ist, um für den Michael Obama da irgendwie zu halten. Übrigens, dass das ein Mann ist, ist für mich keine Theorie. Es gibt da wirklich so einschlägige Bilder und so viele Facts. Und es ist immer das, dass wir in Plain Sight, ne, ganz, ganz offen, sie zeigen es uns ganz offen, das finden sie unglaublich toll, das finden sie zum Schießen, ne, da können sie sich dran aufgeilen. Wenn sie uns irgendetwas so ganz offensichtlich hinstellen und wir fallen alle drauf rein und keiner kommt auf die Idee, dass es so sein könnte, weil er meint, das wäre doch zu offensichtlich. Gut, also das ist wahrscheinlich der Deep State Plan, ne? Das ist ein Platzhalter für die Michelle Obama oder für den Michelle Obama. Aber ich habe eine andere Theorie. Ich gehe in meiner schönsten Naivität, in meinem schönsten Glauben, gehe ich davon aus, dass JFK Jr. tatsächlich noch lebt und dass er tatsächlich der Held ist, der Held von Camelot, dessen Rückkehr, hoffentlich zu Ostern, Lazarus, wenn nicht, dann vielleicht später, keine Ahnung. Aber es wäre ein Wunsch, dass er tatsächlich gemeinsam mit seinem Freund Donald Trump vor 20 Jahren diesen Plan ausgeheckt hat und dass er wieder erscheint. Ja, was wäre denn da naheliegender, dass dieser alte Demokrat, der eigentlich gegen Hillary damals gewinnen hätte sollen, tatsächlich die Fackel entgegennimmt für die Demokraten. Und dann hätten wir eine Variante, wo wir einen Präsidenten und einen Vizepräsidenten hätten und dann ist es egal, in welcher Reihenfolge, wer. Aber das würde natürlich alle einen. Das würde die Demokraten mit den Republikanern einen, das würde Amerika einen, das würde Europa einen, das würde die Welt einen. Mein Gefühl sagt mir, dass es wahrscheinlich stimmiger wäre, wenn JFK der strahlende Held ist und Trump the Cleanup Man, ne? der sich schmutzig macht und den Staat sauber hält. Und wer weiß, vielleicht braucht es dafür auch gar keine Wahlen. Aber das ist einfach so ein, es würde für mich stimmen, es wäre stimmig, dass dieses Konkurrenzding dann komplett weg wäre, ne? Dass es dann ein sowohl als auch ein Miteinander wäre, woraus ein unglaublich großer Gewinn für die ganze Welt entstehen könnte. Auch egal, ob das jetzt Fiktion ist, ich sage nicht, dass das sein wird. Ne? Also nicht, dass ich jetzt wieder hier, ne? Weil es wird ja permanent, und was ist jetzt, passiert es jetzt? Nein, es ist ein Wunsch, es ist eine Vision, es ist, aber vielleicht manifestiert sie sich ja vielleicht auf andere Art, als wir es glauben. Oder vielleicht genauso. Auf jeden Fall schön, finde ich es allemal. Und zu Ostern können wir was Schönes gebrauchen. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen restlichen Tag
Und ihr hört wieder von mir. Alles Liebe. Tschüss.